Weiter geht's mit Rise of the Tomb Raider. Mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Das war doch mal deutlich von Lara. Die Kathedrale, Eingang zum Archiv finden. Oh, da ist noch was. Das nehmen wir noch mit. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Ja, du bist so toll, Anna. Zerbrochene Bindungen, Forschungsnotizen. Ein Teil von Annas Tagebuch. Sie hat es aufgegeben, mich auf ihre Seite zu ziehen. Jetzt will sie mich brechen. Na dann, viel Erfolg, Anna. Ich warte auf dich. Tja, das wird sich Lara nicht so einfach gefallen lassen. Oh, können wir da rüber? Sollen wir da sogar rüber? Wir sollen eigentlich da lang. War dann da? Aber das würde mir doch angezeigt werden, wenn da was ist, oder nicht? Nee? Doch, da ist sogar noch was. Das wurde mir aber nicht angezeigt von Weitem. Jumpen wir mal da lang. Zwängen uns durch. Sehr schön. Und ein neues Lager. Neues Basislager entdeckt. Das ist er. Das muss er sein. Flüchtige Blicke finden sie einen Weg hinab ins Archiv. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ja, wir schlagen uns natürlich weiter durch. Pistolen, Munitionsbeutel machen wir mal. Ja, machen wir mal. So, sehr schön. Kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolen, Munition erhöht. Schön, haben wir das auch geschafft. Können wir hier noch was besser machen? Ja, Hohlspitzgeschosse zum Beispiel. Geräuschlose Pfeile. Voll. Giftpfeile. Auch nochmal welche. Drachenfeuerpatronen. Feuerpfeile. Wir machen halt, was geht. So, voll, voll. Geht nicht. Geht auch nicht mehr. Aber sonst haben wir alles, ne? Yay. Sehr schön. So. Tja. Dann wollen wir uns mal weiter hier umschauen. Gucken, was wir noch so finden. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Unser Griechisch wurde verbessert. Sehr schön, sehr schön. Ja. Überall Leichen hier. Dämpfe. Die nicht so gesund scheinen.
Dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Bäh. Okay. Ich muss aber sagen, ich mag ja diesen Horror-Effekt hier auch. Oh. Oh Gott. Schwer. Arme. Warum nur? Können wir den töten? Ja. Ja, tu es. Oh, schnell. Mach das. Aufrat. Bitte schön. Oh, das tut mir voll leid. Das ist schon übel. Also da erleichtere ich das lieber. Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Wisst ihr noch im letzten Part, sag ich schon, im letzten Teil von Tomb Raider? Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ja. Wisst ihr noch, da im letzten Teil, wo man da auch in diese rote Suppe reinspringen konnte. Also das hier wird jetzt Blut sein wahrscheinlich, aber da war doch auch so eine Art Blut, wo man, das war alles so, ja, das erinnert mich ganz stark daran. Der Atlas. Holen Sie den Atlas aus dem Archiv, bevor Trinity es tut. Oh, dann sollten wir uns ja mal beeilen. Ah, warte mal, geh nochmal hoch. Guck mal, da ist nämlich noch was. Das nehmen wir nochmal mit. Jetzt hätte ich es geahnt. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Das war Amos Gelübde der Apostel. Der erste Apostel gab den Wohlstand durch sein Geburtsrecht auf, um dem Propheten zu folgen, als die Zahl seiner Feinde wuchs. Ah, wir beeilen uns aber mal lieber jetzt. Mag das ja trotzdem... Was ist das hier? Kann man die... Oh ja, kann ich. Was bringt mir das, wenn ich das zum Explodieren bringe? Dass die vielleicht abgelenkt werden oder so? Ist hier überhaupt schon jemand? Weiß ich nicht. Komm. Schnapp es dir, Lara. Wieso geht sie so langsam dahin? Granate! Shit. Oh, nee. Trinity, sie sind hier. Hallo. Wenn wir schon so nah dran sind. Leute. Weiter feuern. Ihr Magazin ist vorbei. Hier und jetzt.
So. Tabula rasa hier mal wieder. Auf einmal stand ich direkt vor denen, ist aber auch okay. Kriegt man wenigstens mal so den Dreh raus, mit Nahkämpfen auch mal umzugehen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also, ist vielleicht jetzt nicht immer das taktisch Klügste oder so, aber, nee, aber ich finde ich eigentlich immer ganz witzig. Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen Munition herstellen oder so. Oder irgendwie, genau. Hast du da mir fehlen ein bisschen Ressourcen. Okay. Na gut. So, was habe ich denn jetzt hier noch übersehen? Hier, das Körbchen brauchst du nicht. Liegt hier noch eine Leiche rum. Da hinten nochmal. In die Mitte. Wo sind die eigentlich alle? Ich hätte gerne mehr auf diese Fässer geballert, aber okay. Hauptsache, wir kommen voran. Okay, die sind draufgegangen. Oh, 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 hinter mir. Schnell weg. Komm, wir gehen von hinten rum. Haha. Schieß mich. Nee, nee, nee. Ja. Da waren doch gerade noch welche, oder nicht? Ah! Okay. Okay, oh. Wir brauchen so ein... Habe ich die erwischt? Nee, da hinten sind welche. Ich will so ein... Da bist du. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Der eine fehlte mir noch. Ich wollte die ganze Zeit so einen Molotow-Cocktail schmeißen, finden, holen. Ah, okay, dann nicht. Und dabei sind hier so viele. Bisschen mehr die coole Sicht anmachen, dann hätte ich sie wahrscheinlich schneller gefunden. Als hier so ein bisschen blind durch die Gegend zu rennen. Und da hier gerade alles leuchtet, ist es schwierig zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Was ich noch nicht eingesammelt habe. Können wir vielleicht mal nochmal hier den Hügel hoch? Vielleicht ist da ja noch was. Ah, von hier oben hätte ich natürlich auch nochmal gute Sicht gehabt. Egal. Komm. Bin ich gestorben. Und das ist das Wichtigste. Ist hier noch irgendwas jetzt? Hier brennt ja gerade alles. Hier brennt die Luft. Hier waren wir doch schon. Bin ich jetzt... Ach so, ich bin wieder zurückgelaufen. Ups. Da soll ich durch. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Kein Problem. Hier, ein bisschen Ablenkung. Sind hier wieder welche? Dunkle Gewässer. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Oh nein.
Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nicht okay. Sie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier. Scheiße. Hat sie gefunden. Scheiße. Oh, scheiße. Dann weg hier. Oh, oh, runter. Wo kann ich hoch? Hier? Wo kann ich hoch? Da. Stopp! Das war's. Her mit dem Atem. Oh, 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 oh. Wir haben unser Atemgerät. Yay. Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lange unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Cool. Also können wir jetzt auch voll tauchen und diese Gräber und so machen. Und yay. Und es macht endlich mal Sinn. Ein Tomb Raider, wo eine Lara Croft tatsächlich so lange tauchen kann wie in den damaligen alten Spielen mit einem Atemgerät. Das macht doch gleich viel mehr Sinn. Da macht das Schwimmen doch gleich viel mehr Spaß. Und es sieht so geil aus, echt. Es macht so unglaublich viel Spaß, das Spiel. So, dann wollen wir mal wieder raus. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist steigende instabil. Flut. Finden Sie einen Weg, mit den Atlas zu entkommen. Oh oh. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Okay, und hier sind ganz viele Ratten. Eine habe ich sogar erwischt. Wahnsinn. Haha, kriege ich sogar Erfahrungspunkte für. Nicht mal so wenig. Das sind ja auch Ratten, die sind viel schwieriger zu kriegen. So, wollen wir mal gucken hier, was hier noch so ist. Können wir die nochmal genau ausnehmen. Wer ist da und wer kommt da? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur Wer finden. Wer war das? Hä? Hä? Wo bin ich hier? Dylan! Dylan! Scheiße! Moss! Dylan hat's erwischt! Was? Auf keinen Fall! Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben. Ja. Tschüss. Da, über uns. Goodbye. Ich dachte mal, so ein Granatpfeil erfüllt ja auch seinen Zweck. Genau, oder so. Tschüss. Sie guckt hier so hin. Das nehmen wir nochmal mit hier. Wir nehmen mal alles mit, was wir noch finden. Sehr schön. Was ist hier noch? Mhm. So, und dann hätte ich jetzt hier auch... Aha. Naja, naja. Naja, ob das so viel bringt. Den Telefon. Im ganz ruhigen Moment bestimmt. Aber so, naja. So, die habe ich alle ausgenommen. Mitgenommen. Moni habe ich. Pfeile habe ich. Alles super. Hier ist noch sowas. Tür kriege ich so nicht auf. Noch mehr Moni. Heilungskram. Sieht es eigentlich aus? Auch in Ordnung. Hier ist noch so ein Telefon. Ach, da hätte man dann hier wahrscheinlich so rumschleichen können. Aber auch Gott, das ging ja auch so, ne? So, wo kommen wir jetzt hin? Aha. Kleines Versteck hier. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Zuerst müssen wir...
Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Ich dachte, du... Genau, kannst du hier was finden. Eifriger Lerner. So eifrig bin ich dabei. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem da Feuer. Auch Münzen. Die nehmen wir auch noch mit. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir nochmal wieder da zurückkommen, wo ich herkomme. Ich bin jetzt so schnell hier davon gepusht, so von Eck zu Eck. Dabei sieht man natürlich schnell was. Wo sind meine kleinen Rattenfreunde? Meine kleinen Rattis. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Das ist doch eine gute Idee. So, jetzt habe ich schon mal die Tonne da draußen. Ja, die ist jetzt hier oben. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Da ist noch eine Ratte. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Sehr schön. Noch eine Ratte. Wunderbar. Ja, griechisches Feuer und so. Ich konzentriere mich da gerade die ganze Zeit gar nicht so richtig drauf. Ach, hier können wir dann mehr rausholen. Und noch eine Ratte fangen. Kriegt man nämlich Erfahrungspunkte für. Und das finde ich gar nicht schlecht. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. So kannst du denn schon wieder... Ach, du musst schon wieder welche bauen, ne? Du hast schon wieder keine. Warum denn nicht? Ja. Irgend so ein Rätsel halt. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, komm. Da kannst du ja wohl hoch jetzt hier. So, hier ist jetzt auch schön gespeichert. Irgendwas kann man hier aber noch machen. Kann ich hier was mitnehmen? Ja, kann ich. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Ich noch nicht weiß, was ich machen soll. So, das habe ich schon mal gedreht. Das ist ja ganz toll. Dreht sich von alleine wieder zurück. Ist also auch wie so eine Zeitgeschichte. Guck, dann kann man hier so ganz schnell rüber. Also, da werden wir noch lustig springen dürfen, wie es aussieht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, kannst ja auch noch mal hier rein, ne? Hier gibt es noch mehr zu tun. Untertauchen kannst du auch. Oh, wir werden... Oh, oh. Jemand schießt auf uns. Schießt jemand auf uns. Was auch immer hier los ist. Ich mache einen Cut, Leute. In diesem richtig schön aussehenden Wasser, aber mit irgendwelchen Feinden um uns herum. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann.